Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metroid Fusion. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben auf der Suche nach dem Roboter, den wir hier besiegen müssen. Und das, was ich euch eigentlich noch mitteilen wollte, ist, ich mache jetzt auch wieder regelmäßig Let's Plays. Also für die, die sich gewundert haben, wo ist denn deine Metroid Fusion Folge geblieben? Ich mache jetzt auch wieder regelmäßig Let's Plays. Also keine Sorge, das wird jetzt auch wieder tagtäglich kommen. Ich hoffe natürlich, dass ich dieses Pensum auch erstmal einhalten kann, weil ich werde in nächster Zeit noch relativ viele Klausuren schreiben. Was es mir natürlich am Anfang noch ein bisschen schwer macht, aber das sollte eigentlich gar kein Problem darstellen für euch. Deswegen, wie gesagt, ich denke, das wird sich wieder regelmäßig halten. Das Problem, was ich vorher halt hatte, warum es jetzt in letzter Zeit nicht regelmäßig kam, war, mein alter PC hatte so ein paar kleine Macken. Ah, ich wollte da lang. Mein kleiner PC hatte so ein paar kleine Macken. Und nun ja, ich wollte das ein bisschen gefixt haben. So, wir laufen erstmal hier ein bisschen lang. Wow. Okay, dann nicht. Dann noch einmal nach links. So, ich habe mir auch einen neuen PC zugelegt. Das bedeutet, wir können jetzt nicht nur NES-Titel bzw. Game Boy Color, was auch immer, Game Boy Advance-Titel spielen. Wir werden jetzt in nächster Zeit auch wirklich High-End-Games zocken können, weil ich halt jetzt auch endlich einen Gaming-Rechner habe. Also tatsächlich seit 21 Jahren, ich hatte 21 Jahre keinen vernünftigen Gaming-Rechner. Ich habe immer von Freunden welche abgekauft oder mir so ein Schrottding selber gekauft gehabt für ein paar hundert Euro. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal auch einen vernünftigen Rechner, was natürlich nur Vorteile mit sich bringt. Ich habe vor kurzem im Stream mal ein bisschen was ausprobiert gehabt. Okay, hier können wir auch noch nicht lang. Das Auge noch da ist. Ich habe im Stream relativ viel ausprobiert gehabt und da klappt eigentlich so ziemlich alles. Also bei den Let's Plays sollte es auch fit gehen. Also wir könnten selbst Titel wie Monster Hunter World oder sonst was Let's Playen. Das wäre gar kein Ding. Das heißt, jetzt habe ich endlich nicht mehr die Limitierung auf Gameboy Games. Also nichts gegen Gameboy Games, die sind wirklich nice, aber ich wollte schon öfters mal ein paar Top-Titel bringen und die werden auch in nächster Zeit kommen. Eine weitere für euch interessante Sache ist, jetzt wo ich Twitch halt noch erwähnt habe, ich streame halt jetzt auch noch regelmäßiger. Ups, hasa. Ich streame jetzt auch noch regelmäßiger und dieses regelmäßige Streamen möchte ich halt auch noch beibehalten. Also es gibt halt keine festen Zeiten oder so für mich, weil ich generell halt gar kein Fan davon bin. Gerade deswegen, weil ich halt Student bin und gerne halt flexibel bin. Ich bin gar kein Fan davon, mir so einen festen Tagesplan oder so anzulegen. Oh Gott, wie grabt man sich da jetzt vernünftig? So, das klappt doch schon mal gut. Oh Mann, aber wir dürfen nicht, dass der die ganze Zeit rumhampelt. Okay, hier jumpt er nicht. Hier jumpt er nicht, das ist gut. Jumpt er nochmal zurück? Ja. So. Perfekt. Nochmal hier hin. Klaro. Ups. Das müssen wir uns auch angewöhnen, dass wir so einen schrägen Shot da reinmachen können. Ich meine, das würde so viel Vorteile mit sich bringen, wenn ich generell mal ein bisschen mehr mit diesen schrägen Shots arbeiten würde. Oh Mann, oh Mann. Wir wollen hier nicht noch sterben. Das Problem ist, der ist halt wirklich strong. Okay, springt ihr nochmal zurück, genau. Okay, kriegen wir hin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt springt ihr wieder durch die Gegend, genau. Das kennen wir ja. Schießt deine Raketen, guter Mann. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. So, spring zurück. Schießt deine Raketen. Und dann sind wir an der Reihe. Perfekt. Uff. Das Viech wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, es ist sogar so eine Version davon. Ah, dürfen wir das Wasser mittlerweile berühren? Oh mein Gott. Der macht fucking Damage. Uff.
Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es gerade noch so geschafft, Leute. Schaut euch mein Leben an. Also das, was ich gerade hatte. Unser Wavebeam ist jetzt einsatzbereit und der durchdringt Wände. Was ziemlich smart ist. Also der Wavebeam ist generell sehr, sehr nice. So. Und jetzt, da wir Wände durchdringen können, können wir natürlich uns auch Zugang verschaffen einfach. Leute, Leute, ich bin so glücklich, dass wir den Gegner besiegt haben, ohne zu sterben. Holy shit. Okay. So, wo war ich denn stehen geblieben? Ich glaube, ich habe euch von der Website noch nicht erzählt, die ich gerade mache. Falls ihr das bereits gemacht habt, tut mir leid. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Der Fight war so intens. So, und zwar, die Website, die ich machen werde, ist mehr oder weniger ein Blog, wo ich einfach mal jedes Mal, wenn ich ein Let's Play oder auf Twitch was fertig habe, einfach mal was posten werde. Also ihr habt aktuell in der Beschreibung ja noch diese ganz normale Projektübersicht, die ihr halt kennt, dieses Google Docs Dokument. Das wird wahrscheinlich noch bestehen bleiben, aber zusätzlich dazu kommt nochmal eine Website, wo ihr das ein bisschen schöner seht. Da wäre ich generell sehr, sehr großer Fan von, dass man halt einfach mal sieht, was so los ist. Ich werde halt zu jedem Spiel vielleicht, beziehungsweise zu den alten Spielen werde ich nochmal was refreshen. Also werde mir nochmal irgendwelche Blogbeiträge zusammenschustern, wie ich das so grob fand. Das große Problem daran ist halt, ihr müsst euch vorstellen, das Projekt, was ihr dann Let's Played habt, ist 3 Jahre her und dazu muss ich halt einen Blog-Eintrag machen. Und aus der Sicht, wie ich es damals gesehen habe, was ich halt sehr, sehr schwierig finde. Das heißt, alte Spiele ab diesem Zeitpunkt werden noch alt gehalten, aber jetzt zu Metroid Fusion werde ich, glaube ich, einen längeren Blogbeitrag machen, um einfach nur mal schreiben, wie ich das Spiel empfand, was ich so cool daran finde, was vielleicht noch Mechanics sind, die man sich vielleicht merken kann, pipapo. Ich weiß, diese Folge, ich quatsch gerade ziemlich euch eigentlich nur mit Werbung zu, aber bitte versteht das. Ist halt auch Arbeit, die bei mir dahinter stand. Okay. Ich würde gerne was freisetzen oder so. Okay. Ich erinnere mich. Uns wurde gesagt, wir sollen so schnell wie möglich verschwinden. Okay. 60 Sekunden bis zur Abkupplung des Geheimlabors. Holy shit. Und wir müssen hier hochjumpen komplett noch. Stellt euch vor, ihr hättet... Oh mein Gott. Oh mein Gott, stellt euch vor, ihr hättet diesen Jump nicht. Uff, okay, aber das hat ja eigentlich zeitlich völlig gepasst. Ich kann aber nachvollziehen, dass man 60 Sekunden gegeben hat, einfach weil es so schwierig ist, hier was zu machen. Wir haben das Sa-X jetzt abgekoppelt. Tatsächlich. Samus, Sie haben einen großen Fehler begangen. Sie haben Ihre Befehle missachtet. Vielleicht werden Sie schon bald den Preis dafür zahlen. Wie Sie sehen konnten, betrieb die Föderation ein Programm zur Aufzucht von Metroids, das geheim gehalten wurde. Natürlich diente es rein zivilen Zwecken. Ich gehe davon aus, dass Sie das verstehen. Aber vielleicht wussten Sie bereits von diesem Programm. Ihnen müssen doch Zweifel gekommen sein, als Sie Sektor 1 gesehen haben. SRX, eine originalgetreue Nachbildung des Ökosystems von SR388. Ein ideales Umfeld zur Zucht von Alpha, Gamma, Zeta und sogar Omega-Metroids. Im Rahmen dieser Forschung entwickelte man Verfahren, die das Wachstum erheblich beschleunigen können. Stellen Sie sich nur vor, ein Omega-Metroid, der innerhalb weniger Tage aus einer Larve heranwächst. Doch diese Studien sind nun abgeschlossen. Das X hat seinen natürlichen Feind aufgespürt. In diesem Moment befindet sich eines der Sa-X auf dem direkten Weg hierher. Eines? Soll das heißen, dass mehrere Sa-X existieren? Das sollte Sie nicht wirklich überraschen, Samus. Wie Sie wissen, vermehren sich X asexuell durch Zellteilung. Oh, holy shit. Als Folge dieser biologischen Voraussetzung befinden sich mittlerweile nicht weniger als 10 Sa-X an Bord dieser Station. Uff, Samus, Sie müssen fliehen. Verschwinden Sie von hier. Beeilen Sie sich. Ansonsten sind Sie leichte Beute für das Sa-X. Halten Sie lediglich an einem Navigationsterminal, um eine Verbindung herzustellen. Ich weiß nicht, was das HQ zu den jüngsten Vorkommnissen sagen wird. Sie sollten schleunigst Bericht erstatten. Sind die Anweisungen klar? Definitiv. Gut, dann machen Sie sich jetzt auf den Weg. Also, ich muss sagen,
Heilige Scheiße. 10 Sa-X auf dem Board. Und wir hatten mit einem bereits unsere Probleme. Sind den gerade glücklicherweise losgeworden. Der wahre Adam hätte mein Verhalten ebenfalls kommentiert. Doch er hätte angemessener reagiert. Seine Kritik war vielleicht schonungslos, aber dennoch verantwortungsvoll. Er war keine Maschine, die von ihrer Pflicht besessen ist. Ein Computer ist zu einem solchen Verständnis nicht fähig. Das stimmt. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, wir wissen es noch nicht. Aber aktuell keine Chance. So, wo sind wir gerade überhaupt? Ah, wir sind in Sektor 1. Also genau in den Sektor, von dem uns berichtet wurde. Moment mal, haben wir noch nicht den Frostschott? Ah, nee, das war ja so, dass... Ah, in dem Teil war es ja so, dass unsere Raketen Frostschotten. Das habe ich schon ganz vergessen. Holy shit. Leute, Leute, wie ihr merkt, es ist schon ein wenig für mich her. Und hier vorne ist was. Naja, wobei wir müssen herausfinden, wo es ist. Aha. Da holen wir uns den Tank doch mal sehr, sehr gerne ab. Also es gibt nichts, was ich lieber täte. Holy shit. Kann man die töten? Ich glaube nicht. Das wird sehr, sehr schwierig, mal an hier hochzukommen. Uff. 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 Also, wir haben schon mehrere Versuche. Moment, eigentlich war das sogar richtig, dass ich da dran hing. Okay, sobald wir dran hängen, haben wir auch nicht viel Zeit. Wir müssen... Moment mal, hä? Ich hab doch... Okay. So. Aktuell, wir warten noch ein bisschen. Wir müssen irgendwie hochkommen, ohne... Schaden zu nehmen die ganze Zeit. Holy shit. Ah gut, die Viecher machen glücklicherweise eh nicht viel Damage. Holy moly. Ich glaube, ich fress mal ein bisschen Damage. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich weiß, das sieht gerade super schwierig aus. Beziehungsweise super easy aus. Aber ist gar nicht so easy. Wenn wir hier den Shot machen können. Ich frage mich halt, warum wir den nicht machen können. So, Moment mal. Das war ja gar nicht so verkehrt gedacht, aber wie fahre ich denn jetzt hier fort? Also ja, ich kann eine Rakete halt nicht nach unten schießen, so wie ihr das wisst. Ich glaube, wir werden hier später maximal nochmal zurückkommen müssen, weil so wie es gerade aussieht, ich kann da nichts tun. So, uff. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, aber die sollen mir nicht auf die Nerven gehen. Einfach weiter. Hier vorne ist wahrscheinlich ein Safe State. Safe State, wir haben es doch gewusst. Perfekt, speichern, ja. Perfekt. Ich werde vielleicht auch, bezogen auf das Streaming, mir überlegen, ob ich die Streams sogar noch gleichzeitig aufnehme. Ich denke, mein Rechner sollte das packen. Weil dann könnte ich halt tatsächlich Stream-Zusammenschnitte machen und ich bin tatsächlich sehr, sehr großer Fan von solchen Stream-Montagen und alles. Das Ding ist, sie sind so unglaublich zeitaufwendig. Also es gibt nichts, was ich kenne, was irgendwie zeitaufwendiger wäre als so eine freaking Stream-Montage als Let's Player. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr heavy. Ah, und hier sind wir endlich bei den... Ah... Ich weiß gerade, wo wir sind. Wir sind gerade bei den Viechern, die nach unten gespuckt haben. Obwohl, nee, wir waren hier ja noch gar nicht. Das heißt, wir können da ja gar nicht sein. Okay, das ist ein anderer Ort, wo die nochmal existieren. Interessant. Uff. Ich weiß gerade nicht, wie ich den bekämpfen soll. Ich will, würde ja gerne durch ihn durchschießen, aber das geht nicht. Das Viech ist zu strong. Also ich meine, wo sollen wir denn da schießen? So, hier ist nichts.
Aber wir kommen hier auch nicht weiter. Okay, das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich die Spucken da gerade runter. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass wir eine Etage tiefer doch müssen. Ich könnte es mir vorstellen. Es muss aber nicht sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man hier irgendwo lang muss. Nee, auch nicht. Hä? Ach so, hier vorne ist noch was. Ups. Habe ich gar nicht bemerkt gehabt. Okay, hier sollte ich aber... Ja. Ach, Moment mal, wir können das ja auch aufladen. Da war was. Leute, ich habe es schon ganz vergessen. Tut mir leid. Moment mal, damit... Können wir uns doch den Energiecontainer holen. Das mache ich mal. Bevor wir den irgendwie nochmal später im Game holen. Ist doch viel besser, den jetzt zu holen. Auch wenn wir hier nochmal ein bisschen Schaden bekommen. Das ist völlig in Ordnung. So wenig Damage wie die drücken. Okay. Wir können von der Seite einfach... Ups. Und Shot. Lol. Perfekt. Ja, ja. So. Oh, jetzt sind die sogar nochmal asynchroner. Aber wir haben den Energietank damit wieder volles Leben. Und sind total bereit, durchzustarten. Holy shit, warum man es aber auch so kompliziert machen muss. Ich habe es einfach komplett vergessen, dass wir das überhaupt können. Unglaublich. Okay, ich glaube, wir können jetzt sogar auf der anderen Seite durch. Aber ich will eigentlich sogar nach rechts erstmal durch. Obwohl, links? Nee. Links könnten wir... Nee, links werden wir wieder wahrscheinlich zurückkommen. Ich denke, hier wird das Secret, wenn dann sein. Es sieht mir eher danach aus. Ja, hier geht es nämlich nochmal irgendwie nach unten. Ah, okay, aber erst später. Erst mit einer besonderen Fähigkeit, Leute. Erst mit einer besonderen Fähigkeit. So, aber ich weiß bereits, wie ich den oben killen kann. Und zwar mit meinem aufgeladenen Frostshot. Naja, ich hoffe es, dass das so geht. Ups. Da war ich gerade ein bisschen laut mit meiner Stimme. Hups. Ich hoffe wirklich, dass das so funktioniert. So, hier reichen eigentlich zwei Bomben. Ich denke, noch eine und dann sollten die weg sein. Ja, perfekt. Okay. Nein, auch nicht. Was brauche ich denn für den, dass der... Holy shit. Dass der stirbt, das wird so nicht gehen. Verwunderlich. Aber okay. Wir haben doch... Moment mal. Status. Wir haben den Charge ausprobiert. Und damit halt auch den White, Plasma und Wave Beam. Wave Beam, der da durchgeht. Plasma, pipapo. So. Jetzt die Missile. Haben wir die Superbombe ausprobiert? Achso, nee. Die Supershot ausprobiert. Ice Shot und Diffusion. So. Power Bombe ausprobiert. Wir könnten den mit Speed besiegen, aber ich bezweifle, dass man das so macht. Ich meine, in den Raum ist ja nicht mal genug Platz, um durchzurennen, oder? Meine ich jedenfalls. So, hier möchte ich definitiv nochmal prüfen, ob irgendwo was ist. Es scheint nichts zu sein. Okay, dann müsste hier aber auch noch was sein. Okay. Merkwürdig. Also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wo lang. Ich finde das gerade ein bisschen verwirrend. Vielleicht irgendwo, wo die Viecher unten langlaufen. Wir haben halt hier oben schon das hier ausprobiert. Ich meine, so verzweigt kann das hier eigentlich nicht sein. So, Dankeschön. Hier habe ich das... Hier habe ich schon eine Bombe gelegt? Ich glaube, ja. Hier habe ich schon eine Bombe gelegt. Okay. Vielleicht ohne einen zu killen? Ich könnte es mir denken, aber nichts da. Also irgendwie müssen wir dieses goldene Viech da killen. Okay, da ist es schon. Der letzte spawnt das.
Okay. Das wird fucking unmöglich. Vielleicht die hier? Okay, ich mache nochmal die zweite, um nochmal den Rest zu töten hier. Okay, da ist schon der zweite. Oh mein Gott, das wird ja nur schlimmer. Das wird ja nur schlimmer. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gründen die Secret in der nächsten Folge. Und haut rein und bis demnächst. Ciao.